Liebe Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Ich-Teste-Spiele, die ich irgendwann mal geschenkt bekommen habe, die jetzt in meiner Bibliothek versauern und die ich, wenn ich daraus nicht ein Video machen würde, niemals in meinem Leben antesten würde. Heute ein Epic Games-Spiel, nämlich The World Next Door. Das gab's bis zum 26. November dieses Jahres umsonst beim Epic Store. Ansonsten kostet das 8 Euro, gibt's auch für die Switch und halt für den PC. Und nur damit ihr es seht, ich gehe mal kurz in die Settings, es gibt keinen Deutsch-Modus. Dieses Spiel gibt's nur auf Englisch. So, und wir starten ein neues Spiel und gucken, was passiert. So, die Story ist eigentlich ganz leicht erklärt. Es gibt halt zwei Welten, einmal die Erde und einmal die Emrys. Und dann gibt es zwei Portale, jeweils auf beiden Planeten. Und einmal im Jahr treffen sich die Leutchens von der Erde und der Emrys und machen voll die Party-Party. Und eine Person von beiden Planeten wird jedes Jahr ausgewählt und darf den anderen Planeten besuchen. Für einen ganzen Tag. Und da wir natürlich die Hauptperson in diesem Spiel sind, haben wir gewonnen. Ist das denn zu fassen, Leute? Und ja, da sind wir auch schon in The World Next Door. Wir heißen June und sind hier in Emrys und tragen eine coole Maske. Ist keine Wolfsmaske, wenn ich das richtig sehe. Ja, sie nerdet jetzt ein bisschen ab. Oh ja, Emrys ist so toll. Und jetzt kriegen wir eine... Oh, wir haben sogar die Spider-App. Geil, danke. Und Lisa möchte uns treffen, weil das ist heute unsere Emrys-Tour-Guiden, wenn man das so nennen kann. Und ja, wir haben ein richtig cooles Smartphone. Und ja, das ist die Welt. Seid noch nicht abgeschreckt. Gleich kommt erst das Gameplay. Ich habe schon ein bisschen angespielt, also den Anfang kenne ich. Die labert jetzt hier ein bisschen. Oh, da bist du ja cool. Lass uns irgendwo hingehen. Beim Zug ist bestimmt irgendwas Tolles. Ich werde dir was ganz Tolles zeigen. Wie findest du es hier? Bliblablub. Das Spiel hat sehr viel Gelaber. Und leider auch alles auf Englisch. Ist also wahrscheinlich nicht für jeden was. Ist sehr viel Visual Novel. Aber oh, ihr habt vielleicht eben schon gesehen. Man hat manchmal so Entscheidungsmöglichkeiten, die man auswählen kann. Meines Erachtens ist das vollkommen egal, was man da aussucht. Das hat jetzt nicht wirklich einen großen Einfluss auf die Story. Aber es gibt zumindest die Möglichkeit. Hier. Kannst du mir sagen, warum ich diese Maske trage? Oder kannst du mir sagen, was das hier für eine Schule ist? Oder lass einfach gehen. Und ich möchte einfach gehen. Laber mich einfach nicht voll, bitte. Und da schwebt sie einfach davon, weil sie ein cooler Emrys ist. Und wir sind nur so ein blödes Erdenmädchen. Und hier lernen wir auch noch einen anderen Typen kennen. Und den mag ich richtig gerne. Den Wayne. Weil der einfach... Guckt euch seine Schwanzflosse an. Die ist einfach Regenbogenfarben, Leute. Wie cool ist das denn? Und ja, der gute Wayne kommt nämlich heute mit. Weil die Lisa wird uns an einen ganz interessanten Ort begleiten. Oder einen ganz interessanten Ort zeigen zumindest. Deswegen, das ist mein Best Friend. Ich hoffe, man kann später noch heiraten. Dann heirate ich einfach den Wayne, obwohl der von einer anderen Welt hier ist. Aber ist ja egal. In 2020 ist alles möglich. Dann, let's go. Eine Zugfahrt, die ist lustig. Eine Zugfahrt, die ist schön. Du, da, du, Badibi. Und da sind wir in den Katakomben von Emrys. Und treffen hier einen neuen Begleiter, nämlich den Howes. Oh, ich habe hier schon für Stunden gewartet. Wo wart ihr denn? Sagt er so. Und wir sagen, ah ja, naja, wir brauchten ein bisschen, weil die Lys war nicht da. Und weil der Howes voll der Macker ist, fragt er natürlich gleich. Ey, June, willst du ein Bier? Aber wir wollen natürlich kein Bier, denn Bier ist richtig ekelhaft. Wer mag schon Bier? Nee, Mann, Howes. Also der Howes, den finde ich am Anfang ein bisschen blöd. Aber eigentlich sieht er cool aus und hat auch eine coole Stimme. So, und damit sind wir auch schon im Spiel drin. Sieht jetzt ein bisschen so aus, als wenn es ein Roguelike sein könnte, weil das halt immer so einzelne Teilabschnitte sind von Raum zu Raum. Ist es aber gar nicht, Leute. Es ist wirklich gar kein Roguelike. Ihr seht aber gleich, was für eine Art Spiel das ist. Aber erstmal müssen wir mit allen Leuten reden, denn wir warten noch auf jemanden. Und dann habt ihr wirklich alle kennengelernt, die in dieser Story irgendwie relevant sind, soweit ich das mitbekommen habe. Und zwar, da ist sie mit ihrer Augenklappe. Arr, ich bin ein Pirat und ich heiße Zerisse. Zerisse? Wohl eher Nerd. Und sie erzählt uns jetzt halt, dass auch Menschen in diesem Schrein zaubern können. Und das finden wir richtig, richtig toll. Und wir möchten natürlich auch zaubern können. Und jetzt die entscheidendste aller Fragen. Wer soll uns die Magie beibringen? Entweder hier die lilane Lisa oder der horierende Howes. Und ich will natürlich Howes, weil Howes ist cool und böse und wir wollen einen Feuerball lernen. Und da, der hat schon seine Feuerbälle in den Augen, deswegen ist er, glaube ich, prädestiniert für diese Aufgabe. Und jetzt seht ihr auch, um was es in diesem Spiel eigentlich geht. Und zwar haben wir hier auf dem Boden so ein paar Symbole und die kann man einfach wegdrücken, wenn man mindestens drei in einer Reihe hat. Erinnert ein bisschen an Candy Crush, ja, aber es gibt noch einen Clou, Leute. Nämlich... Man kann diese Symbole von überall nehmen und woanders hin tun. Geil, oder? Und das ist bisher nur der Feuerball. Es gibt natürlich noch ganz viele verschiedene. Hier zeigt man zumindest ein paar davon. Also wir haben zum Beispiel einmal den Feuerball. Den kennen wir ja nun schon. Das hier ist, glaube ich... Ja, weiß ich auch nicht. Was macht denn das? Irgend so ein Blitz? Nee, macht so eine Schwertattacke. Und das hier ist ein Blitz. Pschu, pschu, pschu.
Ja, geil. Und so muss man dann halt später bei den Gegnern, die dann auch rumlaufen etc., hantieren, welche Magie man wirken möchte. Ach, und dashen kann man natürlich auch noch. Hui, ja geil. Was halt zu so einem richtig guten Spiel dazu gehört. Was ist das denn für ein Ding? Das hat ja ganz viele komische Hände um sein Gesicht. Genauso wie bei My Hero Academia. Aber die haben sich das bestimmt nicht abgeguckt. Lauf, ja, wir müssen laufen. Oh nein, ihr seid zu schnell, Freunde. Lasst mich hier allein zurück. Dieses komische Wesen wird mich auffressen. Oh nein, ich bin eingesperrt. Was soll ich jetzt nur tun? Na gut, dann muss ich das böse Wesen halt bekämpfen. So, und jetzt kommen wir erst ins richtige Spiel rein. Man kann natürlich, umso mehr von diesen Symbolen man in einer Reihe hat, umso mehr Damage machen die natürlich auch. Ich werde jetzt einfach mal probieren, alle Roten auf einen Streich zu machen. Hier, friss mein Feuerball des Todes. oben rechts seht ihr die Leben von diesem Wesen. Das sieht auch cool aus. So, du bist jetzt einfach in mein schwarzes Loch gefangen. Ja, der erste Gegner war jetzt natürlich noch nicht so krass. Die Sache ist, wir sind trotzdem eingesperrt, weil hier einfach böses Feuer ist. Und jetzt müssen wir einen Weg nach draußen finden. Also eigentlich ist die Story gar nicht so blöd. Man kann sich ja auch noch heilen, wie bei einem ganz normalen Roguelike, das immer der Fall ist. Aber dass halt wirklich eine Story hat, wird das kein Roguelike sein. Oh mein Gott, eine Gay-Eidechse. Was soll ich denn gegen eine Gay-Eidechse machen? Ach man. Ja, aber ich glaube, Leute, den Candy Crush gefällt... Sagt mir übrigens mal, Leute, habt ihr mal Candy Crush gespielt? Ich habe das in der Schule immer sehr, sehr viel gespielt tatsächlich und habe deswegen nicht so viel mitbekommen von Unterricht. Oh, der zweite ist schon tot, na gut. Aber da habe ich das tatsächlich sehr, sehr gerne gespielt. Das hier ist halt auch ein bisschen so, nein, zwei Gegner auf einmal? Das kriege ich doch niemals in... Aua, okay, man muss auch ein bisschen aufpassen, weil wenn man seinen Zauber wirkt... Hui, aua, ey, das ist auch voll unter mit Zweien. Dann bleibt man für eine kurze Zeit stehen. Und wenn man stehen bleibt, kann man sich nicht bewegen. Und wenn man sich nicht bewegen kann, wird man schneller getroffen. Ach, die werden sogar gestunt. Das wusste ich gar nicht. Das ist ja heftig. Krass. Ja, diese Grünen hier zum Beispiel, die heilen ein. Hätte man sich auch denken können. Wow, Heilung. Und dann läuft man die ganze Zeit hin und her, versucht die Gegner zu vernichten. Und eigentlich ist das ganz schön witzig. Jetzt nicht so ganz witzig. 9 Euro witzig vielleicht auch nicht. Aber für umsonst ist das witzig genug, finde ich. Ihr könnt euch ja selber nennen. Eine Meinung darüber bilden. Man läuft halt sehr viel hin und her und weicht einfach ein bisschen aus. Pow! Nein, mein Feuerball hat nicht getroffen. Jetzt habe ich, glaube ich, verloren. Ohne Feuerball. Hallo? Kann er mal aufhören, die ganze Zeit auszuweichen? Na gut, dann muss ich dich halt wegschlitzen. Bin der Schlitzer 3000. Los, komm her. Ich blitz dich weg. Blitzing Attack! Alter, der weicht die ganze Zeit aus. Was soll das? Ich will dich jetzt wegblitzen. Komm sofort her. Blitz! Nice. Oh, was haben wir denn hier? Ein Leuchte-Etwas. Ob uns das was bringt? Oh, ein Schwert der 1000 Türen. Was wir damit wohl machen können? Vielleicht können wir es ja bei dieser komischen Tür benutzen. Oh, das geht tatsächlich. Wer hätte damit rechnen können? Da sind sie ja. Hallo, Freunde. Boah, du hast es ja echt Fußdicken an den Ohren, Kleines. Okay, dann lass uns jetzt aber schnell weglaufen. Okay, sind ja schon weg. Chill mal. Aber der sieht richtig cool aus, der Wolf, ne? Also vom Design her mag ich das richtig gern. Ich mag ja diesen Anime-Stil sowieso mega. Und dieser Wolf, der erinnert mega an Naruto. Nur sieht der halt noch viel, viel geiler aus als der von Naruto. Kriegt von mir eine 10 von 10. Would Wolf gern auf jeden Fall. Und ja, das ist quasi der Start von der Geschichte hier. Und die merken jetzt, oh nein, das Portal, es ist nicht mehr an. Du kannst nicht mehr in deine Welt zurück. Wenn man nämlich längere Zeit in der anderen Welt ist, dann stirbt man einfach. Und ja, wenn das Portal halt geschlossen ist, ist scheiße für uns, weil es wird nur einmal im Jahr oder sowas geöffnet. Und wenn man mehr als, keine Ahnung, paar Tage in der anderen Welt ist, dann ist man einfach tot. Und jetzt, die Story ist halt, vermutlich mal, dass sie einfach einen Weg finden müssen, das Portal wieder zu öffnen. Weil, oh nein, es ist wirklich geschlossen. Ich komme nie wieder zurück, sonst stirb ich hier. Aber das war alles von denen eingefädelt. Die wollten mich sterben sehen. Heißt also, ich werde hier sterben und deswegen ist das Spiel dann auch vermutlich zu Ende. Sollte aber lang, dass ihr einen kleinen Einblick bekommen habt in dieses Spiel. Ich habe auch noch ein anderes Audio-Interface jetzt drin. Also kann sein, dass sich meine Stimme ganz anders anhört. Vielleicht wird es auch nie veröffentlicht, weil einfach die Audio-Einstellungen alle kacke sind. Und ja, ihr könnt mir aber sagen, wie ihr dieses Spiel findet. Habt ihr es vielleicht selbst schon gespielt? War ja umsonst beim Epic Store. Und ja, wenn ihr euch das vielleicht kaufen wollt beim Epic Store, dann könnt ihr auch meinen Creator-Code eingeben. Das CD DX, Leute. Damit würde ich mich unterstützen. Aber ja, dann war's das für dieses kleine Let's Test. Wird in nächster Zeit wieder häufiger Let's Test geben. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Und sonst bis zum nächsten Mal. Und tschüss.